Ja, Racing bedeutet für mich wirklich, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Die Spannung, die Anspannung, die Vorfreude, die kommen dann natürlich so langsam immer mehr ins Gewicht. Vor allem, wenn man weiß, es geht jetzt ans Wochenende hin, man reist an. Ja, dann wartet man eigentlich nur noch, bis es wirklich losgeht mit dem ersten Training, mit dem ersten Qualifying, dann wirklich, wenn das erste Rennen startet und man dann tatsächlich auch weiß, wo steht man, ja. We're gonna start this thing down rudder and we're gonna end distance with a series of four race like pit stops, so pit stop practice at the end, but I'll keep you an update and give you an info at the end of the stint. Okay, aqua facility ready, please start the engine, deactivate VSL and traction control. Traffic stop finish, traffic stop finish. Check the white line and activate the system. Ja, wir sind dieses Jahr mit dem Team Balkenhorst eine Partnerschaft im Engineering-Bereich eingegangen. Ich werde der Funktion als Renningenieur von Marco arbeiten. LLR Corner is still under theory. Turn 1, you feel like the rear comes a bit around you. Sorry. Ja, das Spannende ist natürlich immer erstmal das Unmittelbare an der Rennstrecke, das Fighten um das letzte Zehntel und der Versuch, besser zu sein als alle anderen. Aber es steht natürlich ein bisschen mehr dahinter. Weil wir Zugriff haben auf ein fahrendes Auto im Wettbewerb, weil wir Datenanalyse betreiben können, weil wir unsere Simulationsmodelle validieren können, weil wir gewisse Methoden einem Praxistest unterziehen, bevor wir mit der DTM Electric in 2 Jahren ans Eingemachte gehen. In der Sportzeit war viel besser. Aber in 15 immer noch. Aber ich glaube, das kommt dadurch, wir kommen über diesen Baum und die Vorderachse. Ja, in erster Linie versuchst du natürlich zusammen mit dem Team das Fahrzeug nach vorne zu bringen. Das heißt, man stellt da vielleicht seine eigenen Interessen erstmal hinten an und versucht, verschiedenste Abstimmungspunkte durchzufahren, ja, um einfach das Auto zu verstehen. Okay, Marco, so what we're gonna do is to increase the rate for the high-speed aero balance. Man merkt sofort, warum der so gut war bisher. Ne? Also das ist ganz klar. Er ist sehr, sehr fordernd. Was gut ist, er ist extrem präzise im Feedback und er liefert immer ab. Ne? Und ich genieße das wirklich, das Fahrzeug mit ihm zu entwickeln. Ich würde die Änderung jetzt mal machen, der Feder. Dann sehen wir uns das an. Ich schicke dich für ein paar Runden mehr raus. Und in der zweiten Hälfte von dem Stint versuchst du mal, ich erinnere dich dann daran, so ein bisschen Management zu machen von dem Reifen. Ne? Üblicherweise ist es einfach so, dass ich nach einem Run oder nach einer Session mein Feedback gebe zum Auto. Je nachdem, wie sich das Auto verhält, auch vielleicht zu den verschiedenen Testpunkten versuche ich Feedback zu geben, was ist positiv, was ist negativ. Und das versuchen dann natürlich in erster Linie die Ingenieure umzusetzen, zu gucken, in welche Setup-Richtung geht man. Und dann geht es in die nächste Session, hoffentlich mit einem besseren Auto, mit einem besseren Feedback. Und das sind so die Punkte, wie man es so Schritt für Schritt macht. And I think there is something which we also need to look for tomorrow's test program. I think there is still a bit of lap time potential, I have a feeling. Ja, es gibt immer noch irgendwas, was du erledigen musst für den nächsten Tag. Gerade am Abend, wenn du dann dazu kommst, dir die Sachen anzusehen, es dreht sich eigentlich rund um die Uhr um das, was auf der Strecke passiert. Du klappst den Notebook nochmal hoch und siehst dir noch irgendwas an, weil dir wieder was einfällt, ein Kommentar oder eine Änderung. Und du siehst nochmal rein und schaust, wie du das in den nächsten Tag mit einfließen lassen kannst. Insofern dreht sich eigentlich der ganze Tag um das, was auf der Strecke passiert. Ne? Step is purple sector 1 and plus 2.5 tenths in sector 2.
I crashed the car because the brake pedal went to the floor. I didn't have any brake pressure. Are you okay? Everything fine for you? Yeah, I'm okay. But the car on the front is quite heavily damaged, I guess. Copy, take care. Session is red flagged already. Ja, der erste Moment ist natürlich, da kommt erstmal direkt eine Ladung Adrenalin durch. Erster Gedanke geht dem Fahrer, logischerweise geht's ihm gut. Ja. Dann schaltest du aber auch direkt in so eine Art, sag mal, Notfallmodus, dann gilt es halt zu koordinieren. Was ist möglicherweise kaputt? Haben wir Ersatzteile und natürlich, was war die Ursache für die Sache? Wie analysieren wir das Ganze? Das A und O ist erstmal Ruhe und Struktur reinbringen und weiterarbeiten. For whatever reason, there was coming pressure back, but it was too late. There was a just... Einerseits klar ein Down, weil du weißt, dir fehlt letztlich Streckenzeit. Dir fehlen die Runden, du kannst vielleicht dein Testprogramm, was du vorhast, nicht durchspulen. Andererseits, glaube ich, muss man auch genau mit diesem Down umgehen können. I just saw the wall closer, closer, closer. Do you put your both feet? That's why you put 200 bar? No. Ich habe tatsächlich in meiner Rennfahrerkarriere schon öfters erlebt, dass du eben aus solchen Punkten auch stark hervorgehen kannst. Und dass du trotz solchen Tiefschlägen Erfolge einfahren kannst danach im Anschluss, ja. Und da ist dann natürlich so, dass dann so ein Podium, so ein Sieg deutlich besser schmeckt als ein normales Podium. Hi guys! I'm here at the beach at a kind of surf event with the DTM, getting my first experience on a surfboard. Man weiß, es ist eine Testwoche, danach folgt direkt das Rennwochenende. Das ist ein Add-on einfach zu dem Ganzen, wo man einfach auch mit den Fahrerkollegen einfach mal ein bisschen Spaß haben kann, ein bisschen flachsen kann, was man ja sonst am Rennwochenende eher selten hat, weil man direkt in der Competition ist. Ich bin aber trotzdem auch der Typ, der eigentlich am liebsten an der Rennstrecke ist und einfach weitermacht. Ja, dafür glaube ich, bin ich einfach viel zu sehr Adrenalin-Junkie und auch teilweise in dieser Fokussierung, in diesem Tunnel. So, I think it will be a cool weekend, DTM Season Opener at Portimao. I'm really looking forward to it and let's have some fun. Qualifying ist, glaube ich, immer das Nonplusultra tatsächlich am Rennwochenende, weil du genau weißt, du musst in dieser einen Runde abliefern. Radio check crew number 11. Und dementsprechend ist natürlich der Fokus, die Konzentration, glaube ich, noch mal höher als bei einem Rennen. 18 cars on track 30, 18 cars on ab dem Punkt, wo du aufstehst, dich fertig machst, frühstückst und dann an die Strecke fährst, gibt es eigentlich kaum Zeit zum Entspannen, zum Relaxen. Du bist eigentlich voll auf Anschlag. Auch selbst nach dem Qualifying hast du natürlich dann irgendwo deine Media Appointments. Hast dann aber auch direkt im Anschluss schon deine Vorbereitung fürs Rennen, wo du mit dem Team die Strategie besprichst, deinen Fokus dann versuchst zu sammeln für das Rennen. Dementsprechend ist so ein Tag so schnell vorbei und du hast eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit zu reflektieren. 29 Autos, das ist ein richtig großes Feld, da geht es natürlich auch am Start zur Sache. Aber die Devise wird sein, einen guten Start zu haben, am besten ohne Unfall aus der ersten Runde zurückkommen. Absolutely neck and neck for the lead of the race here. Grenier's got a really good start on the outside line, he is though. I lost engine power and engine drive. We don't have any more power.
Okay, Marco, so please go forward into the garage. Aber es kann durchaus sein, dass wir nochmal rausgehen, ja. Manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechte Tage. Manchmal spielt auch das Glück einfach nicht mit einem mit. Ja, letztlich muss man es schlucken und dann in den nächsten Tag wieder neu reingehen mit der neuen Attacke. Really good first sector for Marco Wittmann, 31.25, almost matching what Nico Müller did. Give me the result. P7, and there is no faster car behind, so it'll be P7 at the end. Ja, du gehst hier mit einer ganzen Batterie an Aufgaben nochmal rein in so einen Tag. Es geht auch einfach viel darum, die Sachen dann effizient durchzubekommen, die Runplans zu schreiben, die Crew zu briefen, den Fahrer abzuholen, nochmal zu schauen, macht das Wetter vielleicht was? Quali went definitely better. We're gonna start from P6, so always happy. You know, if you know the mechanics had a big night, a long night, it's always nice that you kind of have a nice recovery. So I think from P6 there is definitely more in than yesterday, and I hope that we're gonna have a good race. Gehört zu unserem Geschäft dazu, dass man irgendwo diesen ganzen Rummel, die Aufmerksamkeit, die Interviews mitnehmen muss. Und du hast eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit zu reflektieren, sondern du hast eigentlich nur Zeit, dich schnellstmöglichst in den Tunnel zu bringen, fokussieren, konzentrieren. Also im Grid, tatsächlich ist es so, dass ich meistens ein bisschen relaxer. Du kannst nichts mehr machen, das Auto steht da, es ist fertig, der Reifen ist drauf. Der Druck ist drin und dann stehst du da im Grunde 35 Minuten vorne und hast nichts zu tun, außer zu warten. Ja. Das ist eigentlich genau der Moment, den ich am meisten liebe. Wenn du im Auto sitzt, alleine bist, dann der Fokus, bevor es losgeht. Das ist das, was ich liebe, weil ich dann einfach meine Ruhe habe und mich auf meinen Job, auf meine Aufgabe voll konzentrieren kann. Red, 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 green, green, green. Just behind him then in sixth place is Marco Wittmann. Marco putting the pressure on. Maybe keep in mind to make a tire adjustment. Just a little bit here. Ike, can you give the front tires of set number 5 a pressure boost of so 0.6? Guys, are you ready? Please let me know. Marco, box this left, box this left. Guys, 30 seconds to move out. This is for a net fourth place. He sweeps to the outside, he's got his nose in front, and the German whips around the two Bavarians together. Okay, mate, good effort, well done. That's position 4. Solid point for today. Thanks for the big effort. Override. We keep going from there. No worries. Ja, letztlich wirklich ein persönlicher Schluss einer langen Woche. Ich glaube, wir kommen da in die richtige Richtung. Ich bin da zuversichtlich. Ich denke, wenn wir hier und da noch ein paar Stellschrauben drehen, dann glaube ich, wird es eine gute Saison. And here comes Marco Wittmann once again, side by side with Lucas Auer. And he gets the inside line through the next part of the chicane. And he gets through and into a podium position for Marco Wittmann. B
big, big damage for Marco Wittmann, the local star then. This is for the lead of the race, and Marco Wittmann will come back, going for the final race victory of 2022. There's going to be the victory then for Marco Wittmann. Marco Wittmann picks up his 18th win.